Und jetzt Zeit, dass wir Hyrule jetzt endlich mal retten. Und ja, Namen Shadow Dragon, ja. Haben wir uns ja noch gar nicht begrüßt. Genau. So. Gut. Dann will ich jetzt erstmal gucken, dass ich diesen Tempel hier hinter mir bringe. Jetzt muss ich gerade aber erstmal wieder gucken, wo ich hin wollte. Innerhalb von einer Stunde habe ich das schon wieder vergessen. Super. Aber ich muss ja gerade auch noch was erledigen. Das war mein Problem. So. Also ich habe noch zwei Schlüssel, die ich jetzt noch verwenden muss. Ich muss erstmal gucken, wie ich da oben zu der Tür hinkomme. Das ist mein Problem. Ich muss jetzt erstmal hier wieder durchsteigen. Moment. Die zwei Schlüssel muss ich noch loswerden. Und da muss ich einen Schalter für aktivieren. Gut, das geht noch nicht. Moment, ich gehe gerade wieder komplett falsch. Das ist nicht nett. Ach, scheiße. Also ich würde dorthin kommen, sehe ich gerade. Ja, da muss ich aber trotzdem den Schalter aktivieren. Austricksen kann man das Spiel nicht. Schade. Okay, wo war jetzt nochmal der Schalter? Wenn ich den nochmal finde, dann bin ich froh, weil dann... Ah. Gut, hier bin ich, glaube ich, falsch. Ja, auf jeden Fall bin ich hier falsch. Na super. Dann muss ich euch hier erledigen. Moment, wie viele Pfeile habe ich noch? Wobei, wozu habe ich den Endhaken? Geht das? Na, damit lebe ich sie nur, verdammt. Na, das ist... Bist du des Wahnsinns? So. Okay. Ich glaube, mit dem habe ich jetzt gerade meine Problemchen. Och, scheiße. Also zu nah will ich den jetzt nicht gehen, wegen den Bomben. So, jetzt habe ich dich. Nein! Na gut. Egal. So, komme ich auch dahin, wo ich hin wollte? Muss ich wenigstens mich um diese Viecher nicht mehr kümmern. Das Problem mit dem Schalter besteht trotzdem noch. Ja. Ach ja, ich habe diesen Zyklop wie am Hals. Nein, vergiss es. So, Moment, Moment, Moment. Das mache ich anders. Nicht mit mir. Nicht mit euch und nicht mit niemandem. So, Moment. Da muss ich eigentlich hier lang gehen. Ne, hier ist er auch nicht. Ah, wo ist nochmal der Schalter? Ich muss ihn einfach nur noch finden. Ach, scheiße, das war zu langsam. Nee. Da muss ich doch ein bisschen Anlauf nehmen. Aber ich glaube, da oben war er auch nicht. Ach, scheiße, wo habe ich den nochmal gefunden?
Also im Prinzip kann er nur hier oben irgendwo rumlungern. Da muss ich wahrscheinlich hier gucken. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig, als hier mal nachzusehen. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich habe das Gefühl, dass ich wieder im Kreis laufe. Aber doch, das sieht gut aus. Hier ganz links ist er. So, endlich. Zum Anfang des Dungeons sollte ich vielleicht nicht teleportieren. Auch wenn das wahrscheinlich eine gute Idee wäre. Diesen Weg könnte ich notfalls auch gehen. Ah gut, ja, dann muss ich jetzt hier diesen Schlüssel einsetzen. Sind wir ihn zumindest auch mal losgeworden. So. Ah, ja, gut. Mit Schlüssel 2, das werden wir ja gleich lösen. Nämlich kann ich ja jetzt endlich hier durch. Ein Weg, der eigentlich auch sehr auffällig ist, aber gerne auch übersehen wird. Zumindest wenn man diesen Schalter verplant. So. Und hier ist der große Schlüssel endlich. Ja, wunderbar, dann kann ich schon mal zum Boss. Aber halt. Die große Truhe will ich auch noch öffnen. Da komme ich nur von dort dran. Gut, gehen wir einmal außen rum. Kennen wir ja schon ganz gut. Dieses Kreuz und Querlaufen. Na, verdammt. Na gut, in diese Dinger sollte ich mir auch angewöhnen, nicht so oft reinzurennen. Na gut, die ist versperrt. Aber den Schatz will ich noch mitnehmen. Auch wenn da wahrscheinlich eh nur etwa eine Karte oder ein Kompass drin sein muss. Was anderes bleibt ja eh nicht. Eins wird der Boss haben. Von daher lasse ich mich mal überraschen. Ach, verdammt. Ja gut, schon verbockt. Die Wand war das Problem. So, ich muss nun gleich im richtigen Moment das Steuerkreuz noch drücken. Das, was ich gerade ja leider verbockt habe. Das war knapp. Und tschüss. Ja, hier ist der Kompass. Gut. Dann ist klar, der Boss hat die dämliche Karte. Die ich im Prinzip nicht mehr brauche. Ups. Und zum Boss würde ich hinkommen, wenn ich da jetzt den Weg lang gehe. Aber da war ja auch noch eine große Tür. Welchen Block meinst du denn jetzt? Ja gut, es ist jetzt sowieso zu spät. Im Prinzip könnte ich jetzt locker zum Bossraum kommen. Müsste ich jetzt sogar. Naja, im Prinzip gibt es jetzt nicht mehr viel. Ich habe jetzt den Bossschlüssel. Also ich glaube, da brauche ich im Prinzip jetzt mich um diesen Block da vorne nicht mehr kümmern. Ja, der Test ist hat funktioniert, Sakura. Also Test bestanden. Ne? Ah. Na gut, lassen wir uns zum Hasen werden. Bringt nichts. So, das war die letzte Tür. Dann hoffe ich, dass ich jetzt wirklich problemlos zum Boss komme. Also der Boss ist auf jeden Fall in der oberen Etage. Super, dann muss ich mich hier nochmal durchschlägeln. Aber weit dürfte ich es trotzdem nicht mehr haben. Na, hier ist noch so eine Tür. Lass mich raten, ich muss nochmal Schlüssel suchen. Ach verdammt, ich muss da eben... Moment. Dafür habe ich was. Das war dumm. Ach, scheiße, platziert wieder. Ach Mann. Na also, ne?
Eigentlich muss ich wahrscheinlich da was anderes draufstellen, aber dieser Somaria-Stab hat mir gerade geholfen. Aber wirklich ungemein. Ah! Okay, ich mache mir hier den Weg frei. Aber das bringt mir jetzt aber gerade mehr Probleme als mir rechtes Moment. So, wo ist der andere? Nein, daneben! Och, das gibt's nicht. Ich habe noch 19 Pfeile. Na, was heißt nur? Das dürfte reichen, zumindest für den. So. Das Geräusch macht mir Angst. Ah, zu Recht. Was zur Hölle? Mach das nicht nochmal. Ich frage mich nur gerade, aus was dieser Feuerball kam. Muss aber auch wieder so eine Fratze sein. Ich bräuchte mal Herzen. Sonst muss ich gleich meinen Trank verschwenden. Ich habe nur noch den einen. Na super. Ja. Beim Boss weiß ich auf jeden Fall, werde ich sehr viele Herzen verlieren. Wenn ich Pech habe. Ach, scheiße. Ich muss schon wieder einen Schalter finden. Ja gut, dann muss ich da oben lang. Ein Treffer noch und ich bin sowieso Geschichte. Aber da wäre auf jeden Fall schon mal der Schalter, den ich umlegen muss. Das geht nicht mit Enthaken. Na toll. Ja, da muss ich Bogen einsetzen. Ich benutze auf jeden Fall nicht mein Schwert, weil dann greift das mit dem Ding mich hier an. Oh, scheiße. Nein! Da war meine Ausweichmöglichkeit gleich null. Na toll. Na gut, egal. Viel erwartet mich hier nicht mehr in diesem Dungeon, zum Glück. Wir haben es ja fast hinter uns. Im Prinzip fehlte nicht mehr allzu viel, bis ich beim Boss angekommen wäre. Da war jetzt wirklich meine Ausweichmöglichkeit sehr gering. Zumindest mit einem halben Herz. So, das war haarscharf. Magie nehme ich auch nochmal mit. Will mir zwar eh nicht viel nützen. Aber zumindest wollte ich sie mitnehmen. Moment, jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Wo muss ich nochmal lang? Außenrum. Also die anderen Truhen, glaube ich, kann ich jetzt auch getrost liegen lassen. Weil Dungeon-Item habe ich. Kompass habe ich und Karte kriege ich noch. Das ist ja dann der Boss, gibt mir nur Rubine oder so. Ach scheiße, hier komme ich ja nicht mal weiter. Ich darf nochmal den Schalter aktivieren, na toll. Deswegen wäre es echt nicht verkehrt, wenn man hier Abkürzungen nehmen könnte. Aber die hat man hier leider nicht eingebaut in diesen Dungeon. Ja. Das heißt nochmal da oben lang. Ach Gott, dann ja, darf ich den auch nochmal benutzen. Zumindest wenn ich schmerzfrei darüber will. Und das alles nur, um diesen Schalter zu aktivieren, weil die keinen zweiten hier versteckt haben, der das Ganze ein bisschen vereinfachen könnte. Ich merke gerade, ich bin falsch rumgegangen. Ja, das kann ich ja leider nicht, Sakura. Es gibt hier ja leider keine Greifenfedern.
will ich aber erstmal gucken, was es hier noch gibt. Nämlich kann ich da ja auch nochmal nach oben. Ach, hier wäre auch noch so einer. Ja, gut. Achso, nee, das... Vergiss es. Da gucke ich doch nicht nach. Aber diesen Schalter, den habe ich auch nicht mehr gewusst, dass der da noch ist. Hätte mir auf jeden Fall eine Menge Ärger gerade eben erspart. Zumindest auf der Suche danach. So. Ach so, das soll ein Trick hier sein, okay. Den kann ich wahrscheinlich eh nicht. Selbst wenn du mir den erklären würdest. Braucht man wahrscheinlich schon eine gewisse Übung, um den überhaupt zu können, den Trick. Aber egal, wir kennen ja jetzt den Weg. Von daher... Viel kann echt nicht mehr passieren, außer dass ich jetzt noch ein paar Leben verliere. Aber der Dungeon ist so gut wie geschafft. So, Moment. Reicht die Magie noch für den Sumaria-Stab? Ich hoffe. Ach, scheiße. Moment. Den schien war noch richtig. Wäre jetzt Verschwendung, die Magie dafür jetzt aufzubrauchen. Na toll, das kann man also auch einstellen. Ach, im Einstellen... Oh, das sind echt weniger? Also maximal 9? Also muss das wirklich ein sehr schwerer Trick sein. Aber gut, das sind ja solche Tricks bzw. Glitches ja allgemein. Mit viel Übung kriegt man sie hin, aber man muss sie schon entsprechend drauf haben. Also Speedrunner kann man in der Hinsicht wirklich beneiden. So, genau, den wollte ich erstmal aktivieren. So. Halt! Drei Stück, das ist aber dann auch schon eine gute Zahl. Die Bombe geht nicht mit, gut. Ja toll, hier kann ich gerade nichts machen. Auch noch mehr Rubine. Als hätte ich nicht schon genug davon gehabt. Aber ich habe auch schon wieder sehr, sehr viele ausgegeben. So, Moment, hier kann ich aber dran vorbei. Gut, wir kommen dem Boss auf jeden Fall gerade näher. Na, hier muss ich aber nochmal eine Bombe aktivieren, falls das geht. Ja, funktioniert. Hier müsste auf jeden Fall der Schalter sein. Perfekt. Sonst wäre das Ganze auch echt nicht aufgegangen. Ach, Schleimies. Noch mehr. Oh, Hasenpower. Kanickel an die Macht. So, hier ist nochmal ein Schalter. Wie ich mein Glück kenne, muss ich den auch nochmal aktivieren. Ja. Ja, das dachte ich mir schon, dass du Person meinst. Oder habe ich irgendwas anderes gesagt? Dann... Entschuldigung, war das mein Fehler. Ich meinte es eigentlich so, dass... Mit den Personen, ja toll. Und da ist auch schon der Bossraum. Gut, möge der Höhlentrip beginnen. Weil dieser Boss wird auch nicht ganz so leicht. So, Enterhaken, wo bist du? Alles klar, ach scheiße. Achso, das geht... Okay. Ich muss sie aber doch irgendwie
Ach doch, die Pfeile, okay. Ah ja, gut. Funktioniert. Ah! Genau, das meine ich mit Treffen. So, ich muss auf jeden Fall auf das Auge gut aufpassen. Ich habe nur 18 Pfeile. Reichen die? Scheiße. Ich habe ein bisschen Angst. Zu Recht. Ich habe nicht mehr viele Pfeile und das Auge macht mir auch Angst. Speziell in seiner Aggro-Phase. Nein! Ach, verdammt! Ich habe nach oben gedrückt, Link. Scheiße. Ja, mein Trank bin ich los. Och, das ist nicht wahr. Ich hätte mal wieder ein paar Rubine, um mir einen Trank zu holen. Also machen könnte ich's. Schnell geht's auch. Also einen Trank brauche ich gerade definitiv nochmal. Ich könnte sogar zur Hexe. Würde ich sogar ein paar Rubine sparen. Aber ich müsste trotzdem auch vielleicht nochmal ein paar Pfeile suchen. Na, Pfeile wüsste ich aber gerade auch noch. Und mit dem Schwert habe ich aber irgendwie gerade gar keinen Schaden gemacht. Genau, die Flöte wollte ich. Genau, hier wollte ich hin. Und dann wollte ich da unten in der Hütte. Da kriege ich ja Pfeile. So. Ja, wenn diese Ratten nicht wären. Ach, Tenkoman. Guten Abend. Oder guten Morgen wohl eher. Zu so später Stunde noch, wie kommst du da? Ich werde den Stream auch bald beenden. Im Prinzip bin ich schon lange dabei. Also ich werde jetzt diesen Dungeon noch machen. Den Schattenwelt Dungeon, den sechsten. Rein reihenfolgentechnisch müsste das der sechste sein, ja. Und dann bin ich für heute auf jeden Fall auch gut durch. Ach Mann, ich... Ja. Es ist so spät, dass ich schon gar nicht mehr weiß, was ich machen will. Und dann kommt die aber sehr spät. Weil im Prinzip habe ich ja schon um vor drei eigentlich den Stream gestartet. Aber Viertel nach drei erst mit dem Spiel gestartet, richtig. Dann ist Twitch aber sehr lahmarschig. Quasi genauso unzuverlässig wie YouTube. Auch mal, lass mich doch mal da zum Dungeon kommen. Danke. So, jetzt darf ich den ganzen Weg nochmal laufen. Ich würde aber sagen, wir machen das mit vollen Herzen. Gut. Das ist auf jeden Fall jetzt deutlich angenehmer. Den Trank habe ich auch. Magie habe ich keine. Aber die brauche ich auch nicht. Ich bräuchte Pfeile. Vielleicht kriege ich unterwegs noch ein paar. Ansonsten muss ich wirklich sehr gut zielen. Meine Zielkünste sind mit Pfeil und Bogen hier nicht besonders die besten. Na, erst mit diesem Laserauge hier schon wieder. Ich mag das Ding nicht. Der Schalter war links.
Das Ding ist gerade total verplant. So. Gut, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich wirklich noch nicht noch ein paar Dummheitsfehler mache. Auf jeden Fall ist das echt schon ziemlich heftig, diesen Weg nochmal laufen zu müssen. Halt, das war zu früh. So, hier kann ich aber nochmal gucken, ob es hier noch was gibt. Ja, zumindest schon mal ein Herz. Nein, lass mich. Ich weiß, du verschwindest erst, wenn du gegen eine Wand kommst. Moment. Ach, scheiße. Nicht schnell genug. Ach. Rubine brauche ich ja auch gerade nicht. Also mir wären gerade Herzen oder Pfeile am liebsten. Zumindest jetzt ausnahmsweise in diesem Dungeon mal wäre ich für Pfeile dankbar. Auch wenn ich mich sonst immer darüber beschwere, dass ich zu viele davon habe, aber jetzt ausnahmsweise mal nicht. Wie ich mein Glück kenne, reicht das nicht mehr. Doch! Okay, Glück gehabt. Also in diesem Dungeon muss man sagen, ist der Weg zum Boss jedes Mal ätzend. Wenn man den jedes Mal durchgehen muss. Ja. Moment. Ich muss links, ne? Ich muss trotzdem noch einen Schalter aktivieren. Na gut, zurück. So, Pfeil und Bogen. Ach, muss ich das echt... Na gut, geht nicht anders. Mit dem Schwert kann ich es ja nicht. So, der Weg ist frei. Ich kann höchstens gucken, dass das Skelett mir ja vielleicht noch irgendwas Nettes... Ah, Bissviecher. Was Nettes gibt. Die geben auch nichts. Mann, lass mich doch. Scheiße. Ja toll, für 5 Pfeile hat sich dieser Aufwand jetzt nicht gelohnt. Aber immerhin habe ich die Pfeile, die ich wollte. Also beschweren sollte ich mich jetzt auf jeden Fall nicht. So, aber bei euch hoffe ich noch irgendwie was Nettes zu kriegen. Scheiße. Oh, Magie. Ich weiß aber nicht, wofür ich die jetzt gebrauchen kann, aber danke. Herzen wären mir trotzdem gerade 1000 Mal lieber. Hört es in euren Ohren, euren Lieblingssound. Ja, das Piepgeräusch des Todes. Wir stehen ihm nah. Ja. Scheiße ist das. Ja, diesmal ist das Ding wenigstens nicht so schlau. Nee, habe ich nicht. Zauberpulver habe ich noch nicht gefunden.
beziehungsweise den Pilz, um Zauberpulver machen zu können. Je nachdem, ob das hier auch funktioniert, aber muss ja. So, Pfeile. Aber ich muss den Trank einsetzen. Weil sonst schaffe ich das hier nicht. So. Und dann machen wir ihn jetzt auf jeden Fall platt. Feuer frei. Ich muss nur bei diesem Auge, wie gesagt, aufpassen. Weil die Blitze sind böse. Noch daneben. Scheiße. So. Im Prinzip sind die Blitze wirklich meine einzige Sorge. So, gut. Nein! Wo hat mich das getroffen? Das hat mich nicht getroffen. Nein. Das will ich jetzt nicht wahrhaben. Das ist wirklich bitter. Ach. Oh, verdammt. Im Moment hättest du ruhig noch warten können. Also jetzt muss ich wirklich schon ganz vorsichtig sein. Also bei den Augen ist es im Prinzip so, dass ich mich wirklich nur auf die Augen konzentrieren muss und möglichst ausweichen. Aber erstmal so weit kommen. Und dann ohne möglichst viel Schaden wegzustecken. Ach, scheiße. Na egal, trotzdem. Die Blitze haben mich nicht getroffen. Die haben mich nicht berührt. Ich habe Beweise. Dieses Auge macht mich aber auch kirre. Ich hätte es haben können. Ich frage mich noch wirklich, wo mich das berührt hat mit dem Blitz. Weil im Prinzip hätte ich das eigentlich überleben müssen. Weil hätte ich diesen Treffer auf jeden Fall überlebt, dann hätte ich es klein gekriegt. Ach, scheiße. Moment, was ist denn hier drüben überhaupt nochmal? Nur Magie. Na gut, brauche ich wieder so einen Mario-Stab, ne? Eieiei! Hier war ja schon der Raum. Thank you.
Verdammt! So, jetzt ist er drauf. Na komm! Perfekt. Ich verschenke gerade wieder zu viele Herzen. Man findet hier aber auch viel zu wenige davon. Ach, ich darf noch meinen Pfeil verbraten. Ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Pfeile für den Boss. So. Ein paar Räume sind es noch. Na. Ja. Du gibst mir auch nichts, ach Mann. Mit 11 Pfeilen wird das scheiße. Okay, dann hoffe ich einfach mal, dass diese Schleimviecher, aua, mir noch irgendwas geben. Verdammt. Die geben mir auch nichts. Ah doch, sehr schön, das sind meine Pfeile. 16. Soll die schon reichen? Ach verdammt! Jetzt war ich so sehr darauf fixiert, das Herz noch zu kriegen, dass ich dabei alles andere wieder vernachlässigt habe. Also ein Vorteil hat's ja. Die Schleimviecher kommen unendlich. Aber dafür hinterlassen die sehr wenig. Aber nochmal Pfeile, gut. Die müssen reichen. Mann, ich will hier weg. Gut, ich muss da aufpassen, dass ich mich hier von dem Auge jetzt, also zumindest von dem Blitz nicht gleich so treffen lasse. Auch ich habe den Schalter noch nicht. Super. Ach ja, leck mich doch. Achso, der war da oben. Och, ich bin ganz verplant. Gerade. Ja, komm, verwandel mich. Nehme ich einmal in Kauf. Jetzt müsst ihr mir aber dafür auch ein paar Herzen geben. Ach, scheiße. Ich weiß auf jeden Fall, dass ein Treffer viel abzieht. Wahrscheinlich auch 4 Herzen. Das heißt, es ist ein Treffer und ich bin weg. Wenn es 3 Herzen wären, würde sie einmal reichen. Ach, egal. Ich sollte trotzdem noch den Schalter aktivieren, sonst komme ich nicht weit. Ich kann sogar so rumgehen, ja gut. Warum schwer machen, wenn es auch einfach geht? So.
Gut. Dann hoffe ich, dass das jetzt endlich mal klappt. Also, kommt her. Na komm, guck raus. So. Sind mir schon mal ein paar erledigt. Nein! Oh, geh mit dem Blitz weg. Jetzt macht das öfter auf jeden Fall. So, dann komm her. Los. Gut, wir haben's. Ein Schlüssel. Wow. Das ist neu. Aber immerhin habe ich's. Und das auch ohne Trank. Oh Mann. Oh Gott. Ist einfach nervenaufreibend mit so wenig Energie. Gut, was haben wir jetzt sonst noch übrig? Diese beiden. Gut. Gut, gut. Oder besser gesagt, nicht gut. Weil den Eispalast, den mag ich nicht. Den Schildkrötenfelsen aber noch weniger. Ja gut, was ich sowieso noch machen müsste, wäre ja beim Todesberg noch ein paar Truhen aufsuchen. Aber den Eispalast könnte ich theoretisch auch schon mal problemlos machen. Ja, den östlichen Todesberg meine ich ja, den Schildkrötenfelsen mit. Ja genau, erstmal zur Lichtwelt. Vorher komme ich ja noch nicht mit der Flöte weiter. Weil ich würde sagen, ich gehe erstmal zum Eispalast. Auch wenn es dort auch ein bisschen ätzend wird. Aber ich will den auf jeden Fall auch hinter mich bringen. Ein bisschen laufen muss ich aber trotzdem. Na gut, egal. Soweit ist es ja trotzdem nicht. Zumindest wenn ich einmal hier links laufe und hier hinauf schwimme, bin ich ja quasi fast da. Geh weg. So. Na gut, ich würde sagen, ich gucke mal, wie weit ich hier noch komme. Magie habe ich noch. Okay, die brauche ich nämlich auch. Hoffentlich reite ich auch aus. Na komm mal her. Los, hier rüber. Komm, bei Fuß. So. Hier muss ich nämlich sehr viele von diesen Eistypen fertig machen. Und hier ist dieser tolle Eisboden, den ich ja so sehr liebe. Wo er nicht. Ich weiß nur, dieser Dungeon ist auch sehr, sehr tief. Das hat auf jeden Fall sehr viele Bodengeschosse. 7 Stück sogar, ja. Das kann auf jeden Fall auch noch lustig werden, weil hier kann ich mich auch sehr gut verlaufen. Das ist quasi der Wassertempel des Link to the Past. Also der Ocarina of Time Wassertempel in der Link to the Past, nur ohne Eisenstiefel. Aber auch recht komplex. Gut, Moment. Wegen dem muss ich jetzt mir gerade mal was einfallen lassen. Gut, ich mach's doch mit deinen Tagen. Also, Kamikaze! Okay, ich merke schon, die halten auf. Hier aus. Ja, mit dem normalen Schwert ist sowieso klar. Das kann ja nichts. Also, zumindest nicht groß Schaden machen. Das kann dauern, wirklich. Scheiße. Oh, 10 Pfeile. Magie gibt's hier auch nochmal. Die will ich haben. Ja, gut, ich war zu gierig. Ich habe irgendwie zu spät gerade drüber nachgedacht, den einzusetzen. Ich war so aufs Schwert fixiert. Das war dumm.
Aber jetzt gibt's die Rache. Na gut, die brauche ich ja wenigstens nicht mehr töten. Sesam, öffne dich. Okay, Pinguine. Oder soll ich besser sagen, Killer-Pinguine? Ich meine, es kommt, glaube ich, eher hin. Ah, das macht die sogar ein... Wow, sind die schwach. Zumindest, wenn die gegen Interhaken verlieren, so einfach. Das ist schon sehr bitter. Also Enterhaken ist auch schon... Oh, jetzt schon? Ziemlich stark. Okay, der Dungeon ist auf jeden Fall in der Hinsicht gnädig, dass ich jetzt schon den Boss-Schlüssel habe. Auch noch mehr von euch. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass sie dadurch Items hinterlassen, ist deutlich geringer. Aber brauche ich auch nicht. Ja, egal. Komm her. Die Pinguine sind weg. Na, hier ist eine Sackgasse. Sehr gut. Also von der Seite komme ich da schon mal nicht hin. Halt! Dann bleibt jetzt nur ein Weg noch offen. Nämlich hier nach oben gehen. Ach ja. Hier brauche ich wieder die Bomben. Mensch! Ich mag diese Qual nicht. Vor allem, wenn die so klein sind, das... Das ist einfach nur fragwürdig. Ich stehe direkt davor und die gehen trotzdem nicht kaputt. Na, komm. Hallo, Link. Du bist eigentlich schlank. Und tschüss. Ich hoffe, ich muss diese Qual jetzt nicht besiegen. Ach nein, Moment, hier brauche ich Bomben. Aber doch, habe ich doch schon. So, Nummer 1. Das war auch ein bisschen blöd, ne? Ja, irgendwo. Aber schwer gibt es den Bumerang ja gar nicht. Ja, ist sowieso überbewertet. Wozu habe ich den Enterhaken? Hat quasi fast denselben Effekt. Und ist sogar fast noch stärker, würde ich sagen. Ich mache mir den Weg ganz einfach mal frei. Danke für den Schlüssel. Ach, hier ist keins, okay. Ja. Passiert. Ich habe echt gerade keine Fee gesehen, muss ich ehrlich sagen. Wow, wow, wow. Das war auch gerade haarscharf. Jetzt hätte ich meinen Schrank definitiv gebrauchen können. Na gut, ein Herz zumindest schon mal wieder. So schnell sterbe ich also nicht, wobei... Ja, den Schaden, die die hier teilweise machen. Momentan habe ich genug von den Pien, muss ich ehrlich sagen, weil wir das schon zu oft gehört haben. Oh, 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 Moment, Moment, habe ich. Gut.
Nein! Dämliche Wand! Spürt den Zorn des Link. Ich nehme jetzt keine Rücksicht mehr auf irgendeinen Gegner. Wenn mir jetzt irgendein Gegner krumm kommt, dann wird er gegrillt. Ach, egal. Sind nur 5 Pfeile. Die kriege ich wieder mit der Zeit. Hoffe ich. Es gibt ja noch genug Gegner, wie die beispielsweise. Aber die lasse ich. Ja, das müsste man Nintendo mal fragen, wie die auf die Idee gekommen sind, da eine Wand hinzumachen. Das ist böse. Das ist sehr böse. Oh. Immerhin einer, der mein Herz hinterlässt. Komm her, bei Fuß. Hallo, Qualle. Diese Dinger sind lästig. Und ich merke gerade, ich kann weiter rüsten und ich könnte auch endlich hier mal den Weg freimachen. Ja. Wenn ich vielleicht mal eine Bombe hinlegen würde, statt Endhaken oder Schwert zu benutzen. So. Bomben haben wir hier auch noch, okay. Nummer 1 ist weg. Und du kannst auch verschwinden. Wenigstens lernen die es. Jetzt muss ich ja auch nochmal... Ach, scheiße. Na gut. Wozu habe ich den Endhaken? Na, au, au, au. Trotzdem, gegen Stacheln schützt dieser Endhaken leider nicht. Das wäre ja mal was. Sollte man für den nächsten Hack, beziehungsweise... für das nächste Randomizer irgendwie... bewerkstelligen, dass man sowas einpatcht. Von wegen... wenn man mit dem Endhaken vor Stacheln geschützt ist. Ist zwar total absurd, aber hätte mal was. Gut, ich weiß auf jeden Fall, ich muss gleich nochmal aufpassen. Hier kommt gleich mein Todesraum. Na gut, diesmal habe ich auch mehr Herzen. Und diesmal wird mir diese Wand hoffentlich nicht zum Verhängnis. So. So sollte das vorhin eigentlich auch funktionieren, nur... da bin ich doch eher vor Panik weggerannt. Ich gucke erstmal, was da oben ist. Kommst du runter, danke? Ich glaube, hier könnte sogar ein Schlüssel sein. Ach nein, hier geht der Boden. Ja, toll. Ach, leck mich doch. Ja, wahrscheinlich war da links jetzt der Schlüssel. Scheiße. Ach halt, komm mal her. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Pfeile. Wow. Gut, dieser Endhaken kann auch nützlich sein auf Eis, merke ich. Oh ja, Herzen. Bitte mehr davon. Achso, hier muss ich sogar runter.
Okay, ich gehe mal runter. Ja, da komme ich sowieso noch nicht dran. Obwohl doch. Scheiße. Ich muss nochmal hoch. Den Schlüssel hätte ich ja schon mal. Es wäre sogar nicht verwunderlich. Was war hier nochmal? Ja, da brauche ich auch einen Schlüssel für. Gut, die Tür ist zumindest schon mal offen. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall einen Schlüssel mindestens. Da, Mann. Aber ich sollte erstmal hier wechseln. Okay, so geht's auch. Uah. Okay. Immer her mit den Herzen. Ja, noch eins. Also ich komme jetzt auf jeden Fall hier besser durch. Ach, verdammt, das Mistding. Ja. Okay, jetzt unten war links. Na gut, das ist dann auch schon mal gut zu wissen. Es will dann sogar meine Frage wegen der einen Situation erklären. Naja, das Schwert bremst ja nicht so gut ab wie der Endhaken. Beim Endhaken bin ich ja direkt dann im Stillstand. Und beim Schwert rutsche ich immer noch ein Stück. Also ich denke mal, da ist wahrscheinlich eher der Endhaken die bessere Wahl. Wenn die das entsprechend nutzen. Nein, wow. Also es kann Leben retten. Ah ja, was ist hier? Schlüssel Nummer 2. Ja, einen brauche ich sogar hier. Na toll. Gut, einen werde ich los. Ach, jetzt bin ich wieder hier gelandet. Ach. Hier wollte ich nicht sein. Aber gut. Mit euch komme ich ja zum Glück leicht zurecht. Ja, Hilfe. Okay, hier war ich noch gar nicht. Das ist ein ganz anderer Raum. Ah, verdammt. Okay. So, hier haben wir auch noch eine verschlossene Tür. Wäre das jetzt sinnvoll, den Schlüssel einzusetzen? Moment. Dann würde ich da landen. Dann bin ich aber alle Schlüssel los. Ach, Mist. Aber ohne den Schlüssel komme ich eigentlich nicht weiter. Ich würde sagen, ich gucke erstmal, was da rechts ist. Ja, ich hätte auch den Endhaken einsetzen können, auch klug gelöst. Ja, es ist mir auch gerade eingefallen. Und die Karte! Way! So, wenn ich jetzt die Karte habe, kann ich mir das gerade schon mal komplett ansehen. Okay, da wären auch nur ein paar Räume. Da muss ich gezwungenermaßen sowieso nach unten. Sprich, ein Schlüssel muss ich noch finden. Gut, da ist nichts. Im Prinzip hätte mir die Karte aus so einem Raum dann angezeigt.
Und hier dürfen wir erstmals eine Zunge ziehen. So, der ist weg. Und wir machen den Weg. Da ist der Schlüssel. Auch schon mal frei. Aua. Das gehört ja nicht zu meinem Plan. Aber es funktioniert. Okay, es ist offiziell. Wir müssen jetzt endlich wirklich mal den Boss besiegen, um das Dungeon-Item zu bekommen. Das ist das erste Mal, dass wir das in dem Dungeon hier überhaupt haben. Achso, ja, da will ich das dann machen, okay. Und die Truhe nehmen wir natürlich auch noch mit. Hier ist das blaue Gewand, okay. Dann habe ich das sogar schon. Und ich kriege endlich mal weniger Schaden. Das hat ja auch lang genug gedauert. Ah, verdammt. Das heißt, der nächste Boss wird ein Klacks. Au. Ich sollte besser nicht die Klappe so weit aufreißen, sonst ist das sowieso gleich wieder anders. Gut. Mir fällt gerade ein, die eine Tür habe ich immer noch nicht geöffnet. Wäre auch im Prinzip jetzt scheißegal. Die Bomben brauche ich. Wow. Ach, verdammtes Mistding. Ihr macht es mir echt nicht leicht, ihr Mistquallen. Und ab geht's. Moment. Nee, hier runter wäre noch nicht der richtige Weg. Ich muss also wirklich die hier nochmal besiegen. Und meine Bomben dafür draufgehen lassen. Auch wenn die auch schon bald Mangelware sind. Aber für den Boss brauche ich die sowieso nicht. Aber dafür bräuchte ich trotzdem noch Magie, fällt mir gerade ein. Also ich glaube nicht, dass die Magie, die ich jetzt habe, für den Boss schon reicht. Also ich weiß auf jeden Fall, um überhaupt gegen ihn kämpfen zu können, muss ich sehr viel Magie verbraten. Für Bambus reicht es aus. Ach so, so heißt er. Ja, ja, gut. Also sprich, ich kann auch das Eis damit zerbrechen, mit dem bisschen Magie, was ich habe. Weil das muss ich ja im Prinzip nur schaffen. Ach, ihr seid ja auch nochmal hier. Na gut, keine Magie. Und da wäre die Tür. Theoretisch könnte ich den Schlüssel einsetzen, aber theoretisch kann ich es auch sein lassen. Also da muss ich auf jeden Fall jetzt runter. Uaieiei, lass mich. Okay, wenn es klappen würde. Nein, nicht da hinten ziehen. Scheiße. Ha, geht doch. So, und da muss ich hier auf jeden Fall... Oh, halt. Muss ich hier auf jeden Fall irgendwo im Weg freisprengen. Genau, hier ist er. Und noch ein Schlüssel. Ich glaube, dann war es doch nicht verkehrt, den anderen nicht eingesetzt zu haben.
Jetzt muss ich sowieso ja. Ah, je, je. Hier nach oben. Ach, das gibt's nicht. Wenn ich mein Glück kenne, muss ich sowieso wie einen Schalter aktivieren. Nein! Kann doch nicht einfach aus dem Nichts, Mensch. Ich habe nur noch ein Herz. Und wenn er stehen bleibt, dann ist es vorbei. Ach, die geben alle nichts. Scheiße. Wo ist nochmal der Schalter? Lohnt sich den Weg? In einem ist auf jeden Fall gibt's eine Menge Feen. Und die bräuchte ich gerade. Scheiße, wie weit müsste ich zurückgehen? Wo war nochmal der Schalter? Scheiße. Auf jeden Fall, hier unten wäre schon der Boss. Scheiße. Ich würde sagen, auch wenn es eine große Dummheit ist, aber ich muss noch mal kurz zurück. Wenn diese Viecher mich hier lassen, danke. Ja, aber sobald ich hier... Moment. Ich muss hier sowieso noch einen Felsen runterschieben, wenn ich mich nicht irre. Oh! Meine Güte. Nichts getroffen, na toll. Also im Prinzip macht mir gerade nur hier dieses Teil Angst. Och Gott. Ja, aber der Somaria-Stab bringt mir jetzt leider nicht viel. Ich will trotzdem da in diese Krüge rein, weil wie gesagt, in einem ist auf jeden Fall... einen Haufen Feen und die will ich. Die brauche ich. Ach gut, hat sich eh erledigt. Ich weiß, es ist die Strafe. Gut, aber wenigstens muss ich jetzt nur noch quasi runterlaufen. Und dann können wir endlich dem Boss gegenübertreten. Der Boss wird sowieso auch noch ein bisschen anspruchsvoll. So, bei euch würde ich sagen, nutze ich auch nochmal die Gelegenheit. Je nachdem, was ihr gebt. Ach, Mann. Nichts Brauchbares. Toll. Oh, doch. Gut, die Magie ist nicht schlecht. Oh, ja, das wollte ich nicht. Ach, hier auch nochmal den ganzen Spaß. Nein, vergiss es. Und das ist nicht mal Magie nach meinem Geschmack. Also damit werde ich es auf jeden Fall packen. Einzige Sorge und Problem, was ich jetzt noch habe, sind Herzen. Und diese dämlichen Scheißviecher.
Das ist so ätzend. So. Zumindest die Plage beseitigt, dass ich wenigstens da durchkomme. Okay. Jetzt muss ich nur noch irgendwie meinen Herzmangel ausgleichen. So. Geht ihr mir vielleicht noch mal eine Fee zufällig? Wahrscheinlich nicht. Das ist etwas, das ich wahrscheinlich hier nicht mehr erleben werde bei diesen Gegnern. Scheiße. ist nur die Sache, dass es hier keine Fratze des Bösen gibt. So, den Raum habe ich auch schon mal hinter mir gelassen. Ach, das war wieder dumm. Und ich dachte, ich müsste es aktivieren. So, noch ein Herz. Na, 4 Stück bräuchte ich noch, dann wäre ich erstmal wieder gut gefüllt. Wenn ihr mir da noch ein paar geben würdet, wäre ich auch froh. Ach, scheiße, ihr gebt mir nichts. Na, dann wenigstens ihr. Komm, seid doch so nett. Nee, auch nur unbrauchbares Zeug. Scheiße. Wahrscheinlich eher nicht. Also die Zelda CDI-Spiele, nee. Das wäre mir doch zu krass. Also ich hab's mal auf der Gamescom angespielt. Und ich muss sagen, es ist von der Steuerung wirklich wie Looks Like Link, dessen Let's Plays ich auch angesehen habe, schon sagt, sehr anstrengend. Und vergiss es. Ich werde die definitiv nicht machen. Ich wollte links, genau. Moment, ich brauche die Bombe. Nicht außer Fassung bringen lassen. Obwohl, eigentlich ist es egal. Die Truhe habe ich doch, verdammte Scheiße. Ich würde sagen, das wird wieder scheiße. Stehen wir vor dem Problem wie eben. Nur noch ein halbes Herz und... Ja, toll. Mein Herz gekriegt und schon wieder verschwendet. Moment, ich brauche den Enterhaken. Mann, lass mich doch in Ruhe, du Scheißding. Och. Ja, die Stimmen sind eigentlich wirklich in Ordnung. Nur die Spielmechanik und... Ja. Diverse andere Sachen in dem Spiel sind sehr fragwürdig. Das kann man nicht anders sagen. Ja.
vor allem auch sehr ungenau teilweise. Ich würde sagen, die lasse ich diesmal in Ruhe, die geben ja eh nichts. Aber hier muss ich so leider wieder am Hals haben und bezwingen. Hier gibt mir wieder nur Rubine. So schön und gut es auch ist, ein bisschen Geld zu haben. Nein! Desto ätzender ist es, diese Pinguine trotzdem ertragen zu müssen. So, diesmal macht ihr mir aber keinen Strich durch die Rechnung. Ach, scheiße. Geht doch. Ich muss jetzt gerade hier irgendwie ein bisschen riskieren. Schließlich will ich diesen Dungeon hier noch schaffen. Also wenn ich jetzt keine dummen Fehler mehr mache, dann kriegen wir diesen Dungeon jetzt auf jeden Fall gemeistert. Betonung liegt auf wenn. Schade, Explosion reicht nicht. Okay. Egal, wiederholen wir das Ganze. So. Ach, wir haben meinen Lieblingsraum. Autsch. Na, endlich mein Herz. Habe ich ja auch lang genug hinterher betteln müssen. Das ist jetzt auch wieder mies. Gut, das hat geklappt. So, diesmal sollte ich den aber alles so lassen. Also hier wäre auf jeden Fall dieser Schalter, den ich finden wollte. Aber ihn halt nochmal zu betätigen, würde mir nur große Probleme bringen. Scheiße. So, wunderbar. Und diesmal gibt keiner von denen was. Na, besser kann es ja echt nicht mehr werden. Ich wollte trotzdem mal wieder ein paar Herzen. Ein Herz für Link. Mal wieder. Nicht nur eins, drei bitte. So. Moment, wenn ich diese Tür öffne. Ich habe ja noch einen Schlüssel in Reserve. Aber hier ist auch kein Schalter. Da ist doch hier oben einer. Ich müsste nur einen Schalter finden. Aber es sagt sich gerade auch so leicht. Ach Mensch. Nichts mit Hasenpower diesmal. So, geh mir aus den Augen. Gut, da würde ich nur dahin kommen. Nee, dann würde ich sagen, verzichte ich auf den Raum mit den Feen. Ich habe sowieso gut Herzen. Von daher ist das wirklich
etwas unwichtig in diesem Moment gerade. Ach scheiße, das war doch zu tief. So, machen wir den Weg frei. Ich muss sogar hier oben lang. Ach, das war dieser Raum, genau. Hier ist aber gar nichts, weder Schlüssel noch irgendwas anderes diesbezüglich. Ich würde sagen, ich verlaufe mich gerade wieder ein bisschen. Aber auch wirklich nur ein bisschen. Böse Position. Na, das meine ich wirklich. Scheiße. So. Ja. Jetzt bin ich auf jeden Fall wieder dort, wo ich sein wollte. Moment. Ach scheiße, hier muss ich doch lang. Naja, wenigstens ein bisschen Magie als Entschädigung. Da muss ich links, genau. Ja, so, schnell weg hier. Na? Gut, hier, wie gesagt, einfach nur runter. Und dann hier nach oben. Ich würde sagen, das Ding lasse ich da einfach mal rumlaufen. Und hier flitze ich jetzt auch einfach nur durch. Ja, ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht noch unnötig Energie verschwende. Okay, aber dich muss ich hier nochmal mit Schwert und Bombe besiegen. Haben sogar beide. Oh. Ja gut, hierfür brauche ich den Somaria-Stab, genau. Moment, erstmal werde ich aber gucken, dass ich das hier ein bisschen austrickse. Ja. Ja, genau, so geht's auch. So. Ach, nichts funktioniert gerade. Wow, was zur Hölle? Wenn das mal kein mieses Versteck für Quallen ist. Aber wenigstens kriege ich noch ein paar Pfeile. Das ist gar nicht verkehrt. Magie auch nochmal. Na Mensch. Komm runter bei Fuß. Danke. Hier muss ich jetzt auf jeden Fall den Weg frei machen. Weil irgendwo muss ja ein Loch sein, okay. Oh. Zurück kann ich nicht, oder? Doch, kann ich noch. Weil dann wollte ich nämlich noch rechts den Raum machen. Dann haben wir wenigstens jeden Raum hier einmal ergründet. Na super. Gut, ist jetzt nicht die beste Ausbeute. Aber vielleicht kriege ich ja genau hier noch ein paar Herzen. Und Magie würde man hier notfalls auch noch kriegen. Na gut, den Schalter brauche ich jetzt nicht mehr umtätigen. Ich würde sagen, wir sind bereit. Wir sind bereit für die Schlacht des Jahrhunderts. Ach ja, ich darf euch nochmal besiegen. Oder auch nicht. Ich kann euch auch einfach da weiterschweben lassen. Ich muss ja nur runter. So.
Also gut, bringen wir es hinter uns. Ab geht's. Jetzt sind wir gefangen auf ewig. Hallöchen, Boss. So, Fangfrage. Funktionieren Silberpfeile hier auch nochmal? Muss ich gleich probieren. Au. Ich habe jetzt schon keine Magie mehr. Super. Toll. Ja, und anders kriege ich es nicht auf. Super. Bomben? Also Bomben funktioniert nicht. Oder was meinst du mit Bombos? Oder meinst du das Feuermedaillon damit? Das Medaillon, ja toll. Ach man. Ich will nicht nochmal runterladen. Ach man. So kann ich ihn ja nicht bekämpfen. Ich kann nichts anderes machen. Ja, selbst dafür reicht es nicht. Super. Es lief ja bestens. Au. Gibst du mir vielleicht noch Magie? Nee, nur ein Rubin. Ach, scheiße. Wo kriege ich jetzt noch Magie her? Das hier bringen wir ja auch nichts. Wobei, halt, hier sind Feen. Aber davon kriege ich auch keine Magie. Kriege ich jetzt Magie her? Ich könnte mir höchstens, genau, das ginge auch noch. Zur Hexe fliegen. Ein paar Rubine habe ich ja. Ich könnte mir sogar zwei Magietränke holen. Also, wenn die nicht reichen. Wobei, wo kriege ich jetzt schnell 20 Rubine her? Dann könnte ich nämlich noch einmal einen roten Trank mitnehmen. Hier habe ich nicht das Glück. Nee, zumindest keine 20. Aber ich glaube, mit langsamen Schritten hole ich mir dann noch die 120. Ich wünsche, es gäbe gerade eine schnellere Variante.
Nee, das bringt auch nichts. Versuchen kann man es, ja. Ich würde aber sagen, anstelle von Herzen nehme ich lieber nochmal Magie mit. Dafür reicht das Geld zumindest. Eins muss ich ja sowieso jetzt einsetzen. So. Soweit so gut. Ich denke, einfach so kann ich jetzt noch wagen. Jetzt habe ich auf jeden Fall mehr als genug Magie dafür. Also dann. Jetzt geht's dem Boss wirklich an den Kragen. Aber hier wäre auch eine Abkürzung nicht verkehrt gewesen. Irgendwie ein Fahrstuhl oder so, der einen direkt zum Boss bringt. Wenn man zumindest schon den ganzen Weg dahin gelaufen ist. So, Moment. Enterhaken. Die Rettung alles jeden Lebens. Zumindest in diesem Dungeon. Na, komm her. Die Eismechanik mag ich nicht. Na, komm, quetsch dich. Mann, geh weg. Okay. Bomb Jump. An was erinnert mich das bloß? Ach man, ihr Quallen nervt einfach nur. So. Ah, was? Normalerweise hätte er weg sein müssen. Gut, dafür habe ich als Entschädigung noch meine Bombe zurückbekommen. So. Gut, hier wäre ich auch schon mal durch. Ich bin bald wieder da. Ist ja nicht mehr so weit. Die Hälfte habe ich ja geschafft, der Strecke. Ungefähr. Ach, hier schon wieder. Die Pfeile brauche ich eigentlich auch nicht. Ich komme noch nicht mal dran. So weit stehe ich weg. Ja, und jetzt ist sowieso zu spät. Na gut, 30 Pfeile habe ich ja sowieso gerade in der Tasche. Yeah. Nee, das nicht unbedingt. Oben muss ich lang. Perfekt. Gut abgetimt. So, ich würde sagen, dich kann ich eigentlich auch liegen lassen. Ich brauche ja nur den Sumaria-Stab.
Wobei ich muss ja trotzdem. Oder Quatsch, brauche ich gar nicht. Nö. Ich kann den Raum ja da so lassen. Ah, geh weg. Ich will auf jeden Fall nichts von dir, Qualle. Qual wen anders auf den Nerven. Gut, dann machen wir es eben auf die einfache Art. Feuer frei! Ja, das reicht tatsächlich. So. Und dann würde ich sagen, machen wir kurz einen Prozess mit dir. Es funktioniert nicht. Okay. Ja, dann versuche ich es mal mit Feuerstartpower. Oh, da treffe ich sogar mehrmals. Wenn ich es richtig mache. Gut, jetzt habe ich es nicht mehr. Ja, dann bleibt jetzt nur noch mein Schwert. Ich finde einfach nur ätzend, dass sie sich so viel bewegen. Und dass sie auch noch zu dritt sind. Nein! Mann! Gib mir doch einen scheiß Eisklötzen weg. Ich hätte mir doch einen roten Trank holen sollen. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ach Mann. Ja. Definitiv ist das mit dem Schwert, was ich habe, ätzend. Zwar machbar, aber ätzend. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn Silberpfeile tatsächlich funktioniert hätten auch bei dem. Na gut, nichtsdestotrotz würde ich sagen, für den heutigen Stream habe ich definitiv genug. Ich mache das beim nächsten Mal zu Ende. Für heute reicht es definitiv. Zumindest sehr viel muss ich ja nicht mehr erledigen hier. Sind da quasi jetzt nur noch zwei Dungeons, ein Boss. Ja, ein Boss, den ich jetzt so noch besiegen muss. Und ein Dungeon noch komplett machen. Dann bleibt ja auch noch Arganim, zu dem muss ich auch noch irgendwie hinkommen. Und zu guter Letzt Ganon. Ich bin trotzdem froh, dass ich recht gut durchgekommen bin eigentlich. Trotzdem habe ich halt innerlich gehofft, ich würde mehr schaffen. Aber dadurch, dass ich mich hier komplett umgewöhnen musste, war es doch etwas gewöhnungsbedürftig. Na gut, aber wie gesagt, für diesen Stream reicht das heute. Ich werde mal gucken, wann ich das hier weitermache. Also quasi den letzten Rest. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Und wünsche euch eine angenehme Nacht, beziehungsweise eine gute Nacht, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das schaut, einen guten Tag, was auch immer. Und ja, ich würde einfach mal sagen, man sieht sich entweder bei meinen Let's Plays wieder oder beim nächsten Stream. Deswegen, ja, gute Nacht, schönen Abend, guten Tag, wie gesagt. Ja, für heute reicht es mir. Deswegen auf Wiedersehen.